Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal, ja, sind wir mit Uma zusammen hier auf Kaer Morhen angekommen und, ja, haben dort auch mal mit Yennefer, mit Vesemir, mit Lambert gesprochen. Und ja, wir wollen jetzt hier den Fluch von ihm, beziehungsweise von ihr nehmen, wenn es sich dabei wirklich um Ciri handelt. Und dafür müssen aber noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Zum einen muss die Störquelle für Yennefers Megaskop mal ausgeschaltet werden, beziehungsweise irgendwie vernichtet werden, beziehungsweise, ja, irgendwie muss die magische Störung entfernt werden, sagen wir es so. Und dafür haben wir einen... Hier ist nichts. Protestaquisitor bekommen, oder wie auch immer man das Ding nun genau nennt. Das findet eben solche magischen Störungen. Und ja, dementsprechend suchen wir mal mit dem guten Teil jetzt hier in der Festung rum. Sollte ja wahrscheinlich irgendwo in der Festung sein, denn wenn das außerhalb der Festung wäre, wäre es etwas seltsam, dass diese Störungen sich auf das Megaskop auswirken. So, schauen wir doch mal. Finden wir denn irgendwo... Also, das Ding soll ja piepsen, wenn wir näher kommen. Ah, ich glaube, da war was. Ja, da piepst es auf jeden Fall. Oh, ich habe ein Signal. Sehr gut. Das Signal wird stärker. Hat da ist Vesemir. Ich habe noch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft. Hier ist es relativ stark. Ah, hier wird es wieder schwächer. Hier war es stark gerade. Wo waren das gerade so super stark? Vielleicht Uma selbst? Wärmer? Heiß? Irgendwo hier muss es sein. Ah, okay. Da bist du ja. Die Störung kommt von dort. Was ist in diesen Kisten? Die Meritium-Bomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst. Aber pass auf Uma auf. Ja, Onkel Vesemir. Wie sieht's denn aus? Vesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Uma. Dachte ich mir. Fertig. Du kannst gehen. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Na gut. Der scheint irgendwie mit ein bisschen mit Uma herum zu experimentieren, wenn man es so sagen kann. Aber ich würde gerne mit dir nochmal reden. Was ist denn, Wolf? Ja, und vor allem... Ja, zum Ersten würde ich mal sagen, übrigens, ich habe M hier getroffen. Als wir ja mit Yennefer weg sind, sind wir ja in Richtung Vysima aufgebrochen. Ja, und dementsprechend haben wir jetzt auch den Kaiser von Nilfgaard getroffen. Ich habe M hier getroffen. Welches gekrönte Haupt hast du nicht getroffen? Ein paar. Hoffentlich bleibt es so. Weißt du noch? Der erste Krieg gegen Nilfgaard. Die Schlacht von Sodden. Der gesamte Norden kämpfte vereint. Temerien, Redanien, Kedwin, Edirn. Und die Magier waren Helden. Erst auf dem Schlachtfeld, dann in Baladen. Nicht viel übrig von dieser Welt. Ja, die Schlacht von Sodden, als sich die Magier gegen Nilfgaard quasi fast selbst gestellt haben. Und ja, da auch 13 angeblich gestorben sind, wobei es ja eigentlich nur 12 waren. Triss wurde ja fälschlicherweise da als tot deklariert. Sie wurde dann immer die 13. von Sodden oder wie auch immer genau genannt. Ich glaube, der Berg, wo die Magier drauf standen, hatte auch nochmal einen Namen. Naja, aber zum Glück war Triss ja nicht gestorben. Und jetzt haben wir noch eine andere Sache. Und zwar haben wir deine alte Freundin wieder getroffen, mit der du mal was hattest. Was hast du denn dazu zu sagen? Ich meine, sie wollte eigentlich nicht, dass wir Vesemir was sagen. Ah, kommt schon. Ich bin deiner alten Freundin, Gräfin Mignole, begegnet. Was? Unmöglich. Wo? Auktionshaus in Ochsenfurt. Sie ist eine Sammlerin von Hexer-Artefakten. Stell dir vor, sie hat auch eine alte Wolfsschulenrüstung. Richtig. Ein schöner Gambeson war das. Ärmel aus Ketten und... Ach. Liebesbriefe per Zofe.
stell dich ein im Gartenwinkel, Flucht aus dem Fenster. Von dir hätte ich das zuletzt erwartet. Du magst es dir nur schwer vorstellen. Aber ich war auch mal jung. Jünger jedenfalls. Sie lebt noch in Ochsenfurt. Willst du nicht hin, sie sehen? Später vielleicht, wenn es vorbei ist, wenn es wieder ruhig ist. Na gut, dann... Bis später, Wesemir. Können die beiden ja vielleicht doch noch einen ruhigen Lebensabend verbringen, ne? Irgendwie ist das Licht gerade hier sehr seltsam. Frag mich, woher das kommt. Sieh zum Feuer. Jetzt zieh hierher. Pupillenfunktion normal. Der scheint Uma ein bisschen zu testen. So, gut, dann sagen wir mal Yennefer Bescheid, dass die Störung weg ist und dass sie jetzt... Ja, okay, das brauche ich jetzt nicht. Und dass sie jetzt ja ihr Megaskop benutzen kann, wobei sie es ja wahrscheinlich auch relativ schnell rausfinden sollte, wenn eine magische Störung weg ist. Immerhin ist sie eine Zauberin, aber naja, was soll's. Wird schon, wir werden es immer sicherheitshalber noch sagen. So, Yennefer, ich komme. Ach, immer diese ganzen Stufen hier hoch, hä? Na gut, als Hexer ist das jetzt nicht so anstrengend, aber trotzdem ist ganz schönes Stück hier immer nach oben, muss man ganz klar sagen. Ah, das Ding läuft auch schon. Danke, jetzt scheint's zu klappen. Was war es? Die Meritium-Bomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass sie mein Megaskop stören könnten. Hat sich wohl einen Spaß erlaubt. Ob der... Na, hat er Ahnung von Megaskopen? Ich meine, die Meritium-Bomben stören natürlich theoretisch alles, was irgendwie was mit Magie zu tun hat. Von daher wird's wahrscheinlich so sein. Doch. Er wird es wohl gewusst haben. Aber was sich neckt, das liebt sich. Du meinst, dass er... Lambert? Wirklich? Sehr schmeichelhaft. Genug. Bereit für das Gespräch? Darf ich denn hier sein? Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein, habe ich gehört. Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Fangen wir an. Und Geralt, bitte benimm dich. Hast du nicht gerade gesagt, dass du mir vertraust? Hör auf, meine Worte zu verdrehen. Catmull, Yennefer Wengerberg, Greenblade. Na gut, ja, wir bleiben mal höflich natürlich, ne? Catmull, Enseverne. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe. Und die Worte des Fluchs? Vafail Elaine, Catmull Folie, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iacus. Hast du die zufällig schon mal gehört? Das ist also Ida Emean, die elfische Wissende und auch ein Logenmitglied. Erkennst du den Dialekt? Late in Undod. Das heißt? Die sogenannte eine Rede, eine vergessene Sprache aus der Zeit vor der Migration. Der Migration? Später, Geralt. Na gut, was bedeuten sie denn nun? Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja, in Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Elders Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, Enseverne. Vafail. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Okay, was... Ja, was genau will sie denn noch? Worum geht es? Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird in Frost ersterben. Ich kenne Idlinis Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren oder sie aufhalten. Denk daran, Gwynblade, denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Ja, gut. Fangen wir mal an. Hast du alles verstanden? Hast du eine Ahnung, wovon sie gesprochen hat? Von Ciri natürlich. Ich wünschte, es würden sie verflucht nochmal alle in Ruhe lassen. Daraus wird wohl nichts.
Nun gut, und diese Migration, du wolltest was darüber erzählen. Worum ging es bei der Migration? Gute Götter, habt ihr hier keine Geschichte gelernt? Nein, Wesemir fand für unseren Pfad den Schwertkampf sinnvoller. Antwortest du mir? Natürlich, zum Lernen ist man nie zu alt. Die Enseide und Enelle-Elfen waren einst ein Volk, die En-Undot. Dann gab es einen Kataklysmus, dessen Natur unbekannt ist. Die En-Undot mussten ihre Welt verlassen. Unterwegs spalteten sie sich. Wenn Umas Fluch also in diesem Late En-Undot geäußert wurde... Dann ist er alt. Sehr, sehr alt. Na gut, und was genau machen wir jetzt? Alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Beende, was du und die Jungs vorhatten... Und dann fangen wir an. Na gut, okay. Wenn wir schon mal hier sind, können wir dann nicht gleich nochmal eine Runde reden? Und zwar, genau, was denn zum Beispiel mit dem Djinn? Und, fühlst du dich anders nach unserer Begegnung mit dem Djinn? Ja, ich fühle Bedauern. Willst du damit sagen, dass... Ich bedauere, dass wir es nicht früher versucht haben. Viel früher. Hätten wir dann weniger gestritten? Ganz im Gegenteil. Aber auch die anderen Momente wären leidenschaftlicher gewesen. Momente wie diese. Und ja, jetzt vielleicht zu einer etwas unschöneren Geschichte. Was ist denn, oder was weiß Yennefer denn noch über ihre Zeit bei der wilden Jagd? Denkst du manchmal über die Vergangenheit nach? Über deine Zeit bei der Jagd? Manchmal. Ich staune, dass wir noch leben. Eredin hinterlässt doch sonst keine Zeugen. Diesmal ja auch nicht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich der Jagd entkam. Ach ja, deine berühmte Amnesie. Du hattest keine? Nur kurz. Mein Gedächtnis ist schnell zurückgekehrt, als die Magier des Kaisers mich in den Fingern hatten. Na gut, dann können wir ja mal darüber reden. Weißt du noch, was genau bei der wilden Jagd passiert ist? Als die wilde Jagd dich hatte, haben sie dir hoffentlich nichts getan. Wenn doch, dann weiß ich es nicht mehr. Die ganze Zeit ist nur eine Abfolge schemenhafter Bilder. Blut und Feuer, eine wüste Jagd durch verschiedene Welten, alles in Nebel gehüllt. Aber ich erinnere mich daran, dass du kamst und dein Leben gegen meines eintauschen wolltest. Ich konnte dir damals gar nicht danken. Du hättest für mich dasselbe getan. Deine Sicherheit rührt mich, aber du hast mir noch nicht gesagt, wie du entkommen bist. Das wüsste ich selber gerne. Manchmal erinnere ich mich, wie ich vorwärts preschte, rote Reiter um mich. Dann bin ich plötzlich im Wald bei Kaer Morhen. Das ist alles. Ach ja, der Traum, den hat Geralt ja öfter schon gehabt. Und weißt du zufällig, warum die wilde Jagd dich eigentlich entführt hat? Was genau wollte Eredin eigentlich von dir? Dasselbe wie von dir. Weißt du nicht mehr? Ich weiß fast nichts mehr von meiner Zeit bei ihnen. Wir waren Köder, Geralt. Wir beide. Eredin glaubte, Ciri würde uns früher oder später retten wollen und er könnte sie dann fangen. Zum Glück ist sie nicht drauf reingefallen. Naja, gut. So viel also dazu. Ja, zum Glück ist sie nicht drauf reingefallen, aber das erinnert natürlich auch an die Worte, die wir einst mit dem König der wilden Jagd austauschten, damals, als wir den Großmeister besiegt haben, falls ihr euch erinnert. Da hat er ja sowas gesagt, dass er uns warum er uns verfolgt. Und ja, jetzt ergibt das Ganze natürlich Sinn, wenn wir uns das mal ins Gedächtnis rufen. Eure Vergangenheit, euer Schicksal, die Gründe für eure Auferstehung. Alles bleibt im Dunkel. Worte, Worte, Worte. Lasst mich euch auf die Sprünge helfen. Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich blicke nicht zurück. Ich werde die Salamandra finden und mein Schicksal erfüllen. Ihr habt euch geirrt. Ich komme wegen der Seele von jemandem, dessen Weg den euren oft kreuzte. So wie es geschrieben steht. Ihr könnt gegen mich kämpfen, doch das Ende bleibt stets dasselbe. Tod. Denn jetzt bedeuten seine Worte im Prinzip, dass er uns verfolgt hat, weil er gehofft hat, dass wir irgendwann auf Ciri stoßen würden.
Na gut, zum Glück ist das nicht so passiert, sonst hätten sie Ciri relativ leicht in die Finger gekriegt. Na gut, dann danach, nachdem du von Leto mitgenommen wurdest, bist du ja in Nilfgaard gewesen und wurdest gefangen genommen, wie wir wissen. Wie bist du von der kaiserlichen Geisel zur kaiserlichen Verbündeten geworden? Eines Tages ging die Zellentür auf und da stand nicht der übliche Offizier, sondern Emhyr. Er versprach, mich freizulassen und mir freie Herrschaft über die kaiserliche Schatzkammer zu lassen, sofern ich täte, was er verlangte. Er hat dir von Ciri erzählt und du hast sein Angebot angenommen. Warum? Gemeinsame Ziele führen zu seltsamen Allianzen. Ich wusste, dass ich Ciri vor Eredin finden musste. Und wenn irgendwer die Macht und die Mittel hatte, mir zu helfen, dann der Kaiser. Außerdem, schließlich und endlich, ist er auch ihr Vater. Na gut, nicht ganz unrecht, ne? Und warum hast du nicht versucht, ja, quasi mal mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn du dein Gedächtnis relativ schnell wieder hattest? Warum hast du nicht nach mir gesucht, als du deine Erinnerung und deine Freiheit zurückhattest? Ich nahm an, dass du dich rasch erholen und mich zuerst finden würdest. Du hattest die Hilfe von Magiern. Ich war allein. Nun, nicht so ganz allein. Außerdem wusste ich, dass du vor der Jagd geflohen warst. Eredin hätte dich niemals gehen lassen. Mir hat er das Gedächtnis gelöscht, aber du warst entkommen. Es war naheliegend, dass er deins nicht löschen konnte. Und dann deine Hexermutationen. Ich rechnete damit, dass sie schlimmere Verwüstungen verhindern würden. Also alles in allem muss man sagen, du hast sehr viel angenommen. Naja, nicht ganz so schön, muss ich sagen. Aber da ist noch etwas, das ich nicht aus dem Kopf kriege. Was denn? Und zwar, ich habe da was gefunden. Falls ihr euch erinnert, ganz am Anfang haben wir einen Kristallschädel gefunden, diesen von dem Vogel, von dem Raben, der Yennefer ja gefolgt ist. Ich habe was gefunden, was dir gehören könnte. Ist der Schädel irgendein Accessoire? Wenn ja, hast du deinen Stil wohl etwas geändert. Das ist eine Waffe. Ich habe dich noch nie damit gesehen. Es ist, wie du sagst. Ich habe meinen Stil geändert. Na gut, okay, das wäre das gewesen. Danke, Yen. Bis dann. Gut, jetzt haben wir noch zwei Sachen. Wir müssen einmal Lambert helfen für den Kreis der Elemente. Und Eskel bei der Jagd nach dem Gabelschwanz. Das Ding ist, jetzt wird's Nacht gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gerne lieber erstmal Eskel retten, weil es seltsam ist, dass der Typ noch nicht zurück ist. Die Frage ist, ob ich jetzt nachts raus sollte. Im Notfall nehmen wir einen Katzetrank, würde ich sagen. Wir sollten Eskel, glaube ich... Also, es ist komisch, dass der einfach noch nicht wieder da ist. Ich würde sagen, wir machen uns lieber schnell auf die Suche. Um zu verhindern, dass irgendwas passiert ist. Deswegen schnell mal raus. Ich hasse es zwar eigentlich, nachts hinauszugehen, aber wie gesagt, ich glaube fast, das ist jetzt vielleicht die beste Idee. Deswegen los geht's. Im Notfall haben wir halt Katzetränke noch, muss man ja auch dazu sagen. Wie gesagt, es ist komisch, dass Eskel einfach noch nicht zurück ist und man kann eigentlich noch relativ gut erkennen. Relativ klarer Himmel, das heißt, wir haben zumindest das Licht vom Mond, wo auch immer der gerade ist. Das heißt, wir sollten Eskel eigentlich finden. Und wie gesagt, wir haben ja auch noch Hexersinne. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, wir sollten das auch wesentlich besser hinkriegen. So, wo ging es denn jetzt hier raus? Da unten. Viel zu viele Tore. Das Tor sollte man vielleicht auch nochmal reparieren. Bin ich der Meinung. Aber naja gut, die ganze Burg ist ja nicht in sonderlich gutem Zustand, wenn wir mal ehrlich sind. So, steht plötzlich hier unten noch irgendwo. Oder muss ich dich erst ranpfeifen? Plötze, los geht's. Aus dem Stall gekommen, schneller. Wir suchen nach Eskel. Ich glaube, ich hätte dich gar nicht erst rufen müssen, denn hier muss ich schon nach den... Ja gut, ich muss natürlich suchen, wo Eskel hin ist. So. Zeig mal, da haben wir doch das was. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Alles klar, dann folgen wir mal den Spuren. Weiter so, Plätze. Ja, hier entlang. Weiter hier entlang. Die Spuren sieht man so schlecht gerade. Deswegen ist es schwer, ihnen zu folgen. Zumindest in großem Galopp, sag ich mal. Aber das sollte schon irgendwie was werden. So, er ist auf jeden Fall noch weiter den Weg entlang. Das ist einfach. Dem kann ich auch folgen. Ist er hier durchs Wasser? Ich hoffe mal. Dann sollten wir die Spuren hier wieder finden. Ja, okay, da sind sie. Sehr schön. Irgendwas habe ich gerade rechts gehört, aber ich ignoriere es gerade einfach mal.
Warte, sind die Spuren gerade abgebogen? Ja, jetzt sind sie abgebogen. Dich. Ist er da vorne oder was? Bei dieser Festung? Nö, sieht nicht so aus. Hier scheint er auch einfach weitergeritten zu sein. Da. Ah, guck mal, da vorne steht ein Pferd. Und ich glaube, da ist auch ein Lager. Das müsste das ist doch dann... ein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Hallo, kannst du mir zufällig sagen, wo Eskel ist? Eskels Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Oh, verbessertes Drakonidenöl. Na, ich glaube, ich habe das überlegen. Will der Wolf jetzt noch kämpfen, der hier gerade war? Ich glaube nicht. Fußspuren. Und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Eine Ziege, also. Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Eine Geruchsprobe der Ziege. Hat die vielleicht hier irgendwo hingemacht? Ein Stückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, das stinkt. Na, das ist doch gut. So, dann müssen wir jetzt nur noch dem Geruch folgen. Und wenn wir die Ziege finden, finden wir auch Eskel. Okay, weiter. Wo ist sie denn? Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Oh, ich glaube, da ist er doch schon. Hallo? Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Während du im Alter wohl schwerhörig wirst. Jedes Birkhuhn hätte sich an dich ranschleichen können. Nein, ich hab dich schon seit 3 Meilen keuchen hören, aber ich wollte meinen Aussichtspunkt nicht aufgeben. Schön, dich endlich wiederzusehen. Ja, ich würde sagen erstmal... Dich auch. Wie geht's? Wie immer. Noch ein Tag, noch ein Ertrunkener. Ist das alles? Ich bin ein einfacher Hexerwolf. Ich kämpfe nicht gegen Drachen, verbrüdere mich nicht mit Königen und schlafe nicht mit Zauberinnen. Im Gegensatz zu anderen. Du Glückspilz, ich versuche nur mit Zauberinnen zu schlafen. Ach komm, wir machen uns mal den Spaß. Ab jetzt versuche ich mich auf Zauberinnen zu beschränken. Zweifellos der angenehmste Teil, aber vielleicht auch der gefährlichste. Psst, hörst du? Er kommt. Wo ist er denn? Ah, da ist der Gabelschwanz. Sehr gut, dann kümmern wir uns mal um das gute Vieh. So, guck mal, ich habe Zielbolzen, mein Guter. Ach, komm schon. Ich wollte Quinn einsetzen. Danke. So. Die Ziege brauchst du jetzt gar nicht erst kriegen, mein Freund. Eskel mag wohl das Igni, das kann ich aber auch. So. Also gegen 2 Hexer hast du ja nun wirklich keine Chance. Der hebt ab. Auf die Flügel. Meckerfritze heißt die Ziege auch gut. Okay, hinterher. Schnell mal das Schwert wegstecken und ein bisschen was essen. Ach, verdammt, der ist aber schnell. Ich glaube, da kommen wir nicht ganz so einfach hinterher. Da fliegt er noch. Hinterher! Schneller, Eskel. Mach mal ein bisschen hin, aber auf jeden Fall verliert er Blut. Das heißt, wir können auch einfach dem Miese Blut folgen. Miese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Hätte uns den Ärger ersparen und sich töten lassen können. Hm. Und sich dazu selbst ausweiden und sich auf einen Bratspieß schieben? Ha, genau. Obwohl das Biest kaum so wohl erzogen ist. Wir müssen klettern. Etwas Training wird dir gut tun. Na, du hast ein bisschen zugelegt. Das sind die Reste vom Winterspeck. Du meinst wohl dich selbst, Scherzkeks. Blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Na gut, dann hinterher. Einfach dem Blut folgen. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Habe ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich habe mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest.
Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute hatte gerade gefohlt. Eskel und Skorpion. Durch das Schicksal verbunden. Zauberhafte Geschichte. Nimm mich ruhig hoch. Du bist nur neidisch. Ein bisschen auch, obwohl wir haben Plötze. Plötze ist dreimal so gut. So, hier wird die Spur stärker. Mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen. Kokodi, Kokoda. Was ist das für ein Lied? Altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Nur an das blöde Lied. Sonst an nichts. Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl seinen Flügel gebrochen. Das klingt doch gut, zumindest für uns. Ach, guck mal. Und da haben wir ein Wolfszeichen. Ist wohl in sein Versteck geflohen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Können wir ja gleich mal gucken. Weißt du was, ich hau eine Katze rein, dann sehen wir auch alle genug. Vielleicht finden wir dann auch gleich was hier mit dem, den Wolfsteil, der hier irgendwo sein soll. So. Wo bist du denn, Herr Gabelschwanz? Da ist eine tote Ziege auf jeden Fall. Die interessiert mich nicht. Schwert ist gezückt bereits. Da müssen wir hoch. Ich guck bloß ganz kurz, ob ich gleich auch die Kiste für das Wolfsschema, was hier irgendwo sein muss, finde. Wenn wir schon mal hier sind. Könnte man das ja gleich mitnehmen, ne? Ach, guck mal, da ist er. Huhu. Ich glaube, dahinter ist sie, die Kiste. Und zack. Ja, bis Eskil hier ist, habe ich das schon alleine erledigt, Freunde. Sehr schön. Na schön, her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Weißt du zufällig, wozu wir das Zeug brauchen? Hat Jan dir gesagt, wozu sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Naja, schon ein bisschen. Doch, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie wir den Fluch ohne sie brechen sollen. Wir hätten Triss um Hilfe bitten können. Ich will's mal so ausdrücken. Wenn Jen Uma nicht helfen kann, können wir immer noch zu Triss gehen. Die wird uns keine Vorwürfe machen. Umgekehrt allerdings... Da wäre was fällig. Eben. Jetzt Schluss damit. Gehen wir. Sehr schön. Die Flüssigkeit haben wir damit. Den Rest nehme ich natürlich auch noch mit. So, ihr war doch gerade irgendwo da. Schema, verbesserte Wolfshandschuhe. Sehr schön. Haben wir das doch gleich mitgenommen. Auf unseren Wegen. Was ist denn da? Nichts. Gut, dann wieder raus aus der Höhle. Und wieder zurück nach Kaer Morhen. Und dann können wir nämlich endlich uns mal, in Ruhe ausruhen. Ich meine, wir sind ja jetzt nochmal hier in die große... sind wir jetzt nochmal in der Nacht auf Jagd gegangen. Das hätte ja nicht zwingend sein müssen. So, ich nehme schnell einen weißen Honig, um den Katzetrank aufzulösen. Und guck mal, unsere Pferde warten direkt. Sehr schön. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Na klar doch, du wirst leider verlieren, sag ich dir. Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Alles klar. Na dann. Auf geht's. Als ob du gegen mich gewinnen könntest. Ich habe schon so einige. Warum ist die Musik so? Ich habe schon so einige Rennen gewonnen. Alter, warum ist denn die Musik so creepy gerade? Wundert mich gerade doch ein bisschen. Ah, ich glaube, jetzt kommt die eigentliche. Ja, jetzt kommt die Reitmusik. Sehr schön. Beziehungsweise die richtige Musik. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht, weil es nachts war noch. Das kann natürlich durchaus sein. So, Eskel und Skorpion halten ganz gut mit. Muss man ihnen lassen. Also so viel muss man ihnen schon lassen. Aber der ruft irgendwas von hinten. Ich habe nicht mal gehört, was er gerufen hat. Soweit liegt er schon hinter uns. Der hat nicht mal den Hauch einer Chance. Ah, guck mal, nicht mal den Hauch einer Chance. Plötze macht das ganz lässig. Ganz lässig kommt Plötze als Sieger an. Und gewonnen.
Tja, da muss Skorpion noch ein bisschen trainieren, würde ich sagen. Endlich. Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Mhm. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin. Aber ein verdammt guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Oh, ach komm schon. Wenn du darauf bestehst. Hier. Nutze es weise. Habe ich ihn gekriegt. Ja, was habe ich gekriegt? Das würde mich jetzt schon interessieren, was er uns gegeben hat. Bergstiefel, ach komm. Hätte ich auch drauf verzichten können, um ganz ehrlich zu sein. Das hätte jetzt nicht zwingend sein müssen. Ach, guck mal, Manuskriptseite Gift der Erhängten. Davon habe ich ja zum Glück nur die überlegene Variante schon. Also, naja, gut, ich meine, was soll's. Ich beschwere mich mal jetzt nicht. Ich nehme das Waffenreparaturset, das Rüstungsreparaturset brauche ich jetzt nicht wirklich. So, jetzt müssen wir theoretisch nur noch mit Lambert uns auf den Weg zum Kreis der Elemente machen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das würde ich jetzt nicht mehr in der Nacht anfangen. Ich würde mich hier erstmal ausruhen. Ich will bloß ganz kurz gucken, ob Eskel jetzt auch schon da ist. Danke. Tür einmal auf. So, kann ich hier einfach auch hochklettern? Geht das vielleicht? Ah, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das ist... Na, doch, reicht gerade so. Hätte gedacht, das ist zu hoch, aber... Das geht sogar tatsächlich. So. Ach, guck mal, da vorne ist Eskel auch. Der ist also jetzt auch in Kaer Morhen angekommen. Sehr gut. Na? Ach, das ist dein Vampir, oder was? Aber regelmäßig. Und Wesemir arbeitet immer noch mit Uma. Hm, beeindruckendes Exemplar. Hm, ein Monat Spurenlesen und Verfolgung. Aber dann habe ich das Mistvieh drangekriegt. Glückwunsch. Aber ich frage mich trotzdem, warum du den Kadaver behalten hast. Willst du ihn ausstopfen und über den Kamin hängen? Keine üble Idee. Aber erst muss ich die Autopsie beenden. Der hier war ungewöhnlich schnell und stark. Ich will ihn gründlich untersuchen. Na gut, ich kann dir ja helfen. Ich kenne mich ein bisschen mit Autopsie aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Darf ich mal schauen? Möchtest du die Ehre haben? Nein, danke. Du schneidest, ich esse einen ab. Na gut, dann geht's diesmal in die andere Richtung. Schauen wir doch mal. Untersuchen wir den Kopf. Lange Tasthaare, vortretender Frontallappen, aber das ist normal. Lange Ohren und ein Ohrring. Hm, habe ich schon mal gesehen. Einige mögen glitzernde Objekte. Wie Elstern. Und im Maul? Gelbe, stumpfe Zähne. Die vorderen Schneidezähne fehlen. Oben und unten. Mag offensichtlich keine Zahnseite. Gut, weiter. Oh, was ist, finden wir denn so in seinem Bauch? Öffne seinen Bauch. Und? Irgendwas Interessantes? Unverdaute Nahrung, aus einigen Jahrzehnten, wie es scheint. Menschenhaare, eine Gürtelschnalle, ein paar Koppe. Oh, und ein Goldring. Willst du den Yennefer geben? Müsste wie neu sein, wenn man ihn ein bisschen poliert. Nein, danke. Sie trägt nur Silber. Selbst schuld. Der Rest ist ganz normal. Nur die Fettleber nicht. Offenbar hatte er eine Vorliebe für Säuferblut. Hm, okay. Das erinnert mich an den Typen, den wir in Ochsenfurt erledigt haben. Der hatte ja auch eine Vorliebe für Säuferblut. Naja gut, aber den haben wir ja damals nicht untersucht. Und was ist jetzt bei den Klauen? Nette Klauen. Knapp 2 Spannen lang. Die wachsen pausenlos. Die Bestie war gut 100 Jahre alt. Muskulöse Beine. Vor allem die Oberschenkel und die Füße. Dieser Bastard war schnell, das sag ich dir. In einem Moment da, im nächsten wieder in den Schatten. Es dürfte schwierig gewesen sein, ihn zu sehen. Wie hast du ihn denn besiegt? Oh, lange Geschichte. Erzähl ich ein andermal. Na schade, na gut. Ich habe fürs Erste genug gesehen. Er war alt und erfahren. Hm. Es wäre schön, wenn man das Alter eines Katakans anhand seiner Fährte bestimmen könnte, damit man einem wie dem hier nicht unvorbereitet gegenübersteht. Da hast du recht. Aber nicht jetzt. Bis dann, Eskel. Na gut, der schaut sich noch seinen Katakan an.
Jetzt zieh hierher. Und ich würde sagen, wir machen uns mal ans Feuer, wie wir es auch immer in Witcher 1 gemacht hatten. Hier konnten wir immer meditieren. Und hier meditieren wir auch diesmal. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir uns dann mit Lambert auf, um den Kreis der Elemente zu finden und dort das Phylakterium wieder aufzuladen. Und dann hätten wir alle Vorbereitungen schon abgeschlossen, um den Fluch von Uma zu nehmen. Aber wie wir das machen, das seht ihr erst in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin. Ciao.